Du willst einen präzisen Plan einmachen, auf eine bestimmte Höhe, mit deinem neuen Catwalker. Jetzt zeige ich dir schnell, wie es funktioniert. Für das werde ich wieder mal meine Maschine einstellen, auch wieder Anzeige einstellen und dort Verknüpfungstasten, Begrenzung rausnehmen und CatGrade, das zweite System, auswählen. Dann auch auf den Joystick werde ich einen Knopf belegen, für einfach eine Höhe abnehmen. Da verwende ich jetzt im CatGrade eine Sohlenhöhe verwenden. Dann würde ich mal sagen, dass wir mal starten. Und jetzt nichts Einfacheres. Ich gehe mit meiner Schaufel auf die Höhe, wo ich weiss, was es ist. Das Beispiel hier ist jetzt ein Pylon, den ich ganz leicht in Kontakt berühre. Am liebsten tue ich natürlich in der Mitte des Schaufelmessels, weil es ist auch dort, wo ich nachher mein Ergebnis herstelle. In der 2D-App siehst du hier im Menü, gibt es ganz viele Funktionen, wie Höhe abnehmen und löschen. Da kann man einen Joystick machen, Sohlentiefe eingeben, kann man auch einfacher arbeiten, zeige ich euch dann noch. Neigungen, Querneigungen, Lasersynchronisierung und das, was mir jetzt auch für uns jetzt wichtig ist, ich muss wissen, wo ich mit dem System messe. Da gibt es 4 Auswahl, der tiefste Punkt, Mitte, links und rechts. Ich verwende immer mittig, dass es uns auch schlussendlich das Ergebnis gibt. Für die Höhe abzunehmen, gibt es eben die 3 Möglichkeiten. Entweder geht man das System für eine Höhe eingeben und dann sieht man nachher, dass hier die Höhe abgenommen ist. Man kann es auch löschen oder einstellen per Displayberührung hier unten. Oder mein Favorit ist natürlich auf den Joystick. Da hier mein rechter Knopf, wo ich jetzt genau in dem Moment, wo ich richtig bin, mit meiner Schaufel auf dem Deckel berühre. Dank diesem System kann ich jetzt messen. Von der Höhe vom Pylon bis zum Boden weiss ich jetzt, dass ich hier genau 34 cm hohen Pylon habe. Die Distanz gegen vorne hat sich 50 cm verschoben und die Bewegungen sind immer genau exakt gegenüber das, was man abgenommen hat. Dank dieser Höhe, wir können jetzt auch sagen, das ist ein Fixpunkt gewesen, wo wir müssen 20 cm weiter graben. Dann kann man natürlich Tiefe einstellen. Ich mache das auf einem einfacheren Weg. Und zwar gehe ich hier runter, bis ich 20 cm sehe auf meinem Bordcomputer. Soli, sehr gut. Und dann tue ich ganz einfach wieder Sohlenhöhe eingeben. Und dann kann ich effektiv richtig planieren auf diesen 20 cm hoch. Entweder manuell oder auch mit dem Automatiksystem, wo man mit dem Knöpfchen abrufen kann. Für das Automatiksystem kann man hier auch wieder unsere Favoriten vornehmen. Kann man hier in die Einstellungen der Maschine gehen. Und dann Anzeigeinstellungen, Verknüpfungstasten und dann nehme ich Assist Automatik führen. Ich tue mir gerade meine Fahrereinstellung auch, Joystick-Konfiguration auf dem rechten Joystick. Und dann nehme ich den Pistolenknopf-Angebungen, wo ich mir über Assist, Grade Assist Aktivierung befreie. Grade ist ja planieren. Soli. Jetzt sieht man hier auf dem Bordcomputer, unsere Höhe ist eigentlich 20 cm weiter unter als der Pylon, wo ich ja noch Höhe gegeben habe. Ich komme auf Automat, kann hier auf Grade Assist und normal auswählen. Dann kann man ganz einfach nur am Joystick ziehen und die Maschine tut nachher selber die Höhe einhalten, die man eingegeben hat. Die Möglichkeit auch mit Knopfdruck vom Pistolenknopf zu arbeiten ist auch möglich. Ausschalten, einschalten über den Pistolenknopf. Das ist natürlich sehr ideal, damit man nicht immer am Display drücken muss.
und dann wieder ganz entspannt planiert sein und die Automatik von der Maschine lassen. Da wären ein paar Schritte gewesen, um sich einfach einen Plan herzustellen auf eine bestimmte Höhe.